Es stimmt, die Begutachtungszeit wurde verkürzt. Umgekehrt jetzt, wenn das Gesetz nicht beschlossen wäre, wurden jetzt, dann hätten wir eine Situation gehabt. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, bis wir dann eine neue Regierung haben werden. Ich glaube, dass das bis tief ins nächste Jahr reingegangen wäre, dass wir wirklich ein Anpassungsgesetz gehabt hätten. In Kraft, also in Wirkung ist es dann im Mai 2018. Jetzt hat zumindest die Behörde Zeit mit dem Gesetz, dass sie eine Verordnung erlasst, wo dann eine Whitelist und eine Blacklist ist, für wenn eine Datenschutzfolgeabschätzung notwendig ist. Ja, das sind Maßnahmen, die das den Unternehmungen zumindest ermöglicht, dass halbwegs vorbereitet jetzt auf Mai 2018 reingeht. Aber es stimmt, es sind natürlich die ganzen Möglichkeiten, die die Datenschutzgrundverordnung geboten hätte, nicht genutzt worden, weil die Diskussion nicht geführt wurde. Darf ich was sagen dazu? Ja, kommen jetzt wieder alle dran. Als Parlamentarier muss ich insofern sagen, das ist ein Missverständnis, weil es stimmt zwar, dass wir im Juni dieses Gesetz beschlossen haben und am, ich glaube, 13. Juli den Neuwahlbeschluss gefasst haben, aber das Parlament hört nicht auf zum Arbeiten. Wir haben zum Beispiel im September auch eine Sitzung gehabt, wo man dieses Gesetz locker beschließen hätte können, dann hätten wir über den Sommer das eingearbeitet und dann hätten wir im September wahrscheinlich ein gutes Gesetz gehabt. Also so viel nur zur Aufklärung. Vielleicht, ja, wenn der, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ein besseres. Aber also es wäre möglich gewesen von den Zeitabläufen, insofern bleibt die Frage, warum man wirklich so schnell agiert hat. Vielleicht haben sich SP und ÖVP das nicht mehr zugetraut, das im Herbst gemeinsam über die Bühne zu bringen, ich weiß es nicht. Dann stimmt es natürlich. Dann. Ja, politische Antwort, auch wenn es noch Parlamentssitzungen gibt, das war ja vor dem Sommer überhaupt nicht absehbar, ob man sich in dieser Situation, die Koalitionspartner, überhaupt dann noch auf irgendwas einigen. Das heißt, es wäre sehr, sehr unsicher gewesen, ob da im Parlament im August, im Herbst noch was geht. Jetzt ist mit der Opposition beschließen müssen, vielleicht wäre es besser geworden. Ja, muss man auch dazu sagen, dass im Parlament es eine Mehrheit rechts der Mitte gibt. Das heißt, wenn man beginnt, das aufzulösen, dann passiert wahrscheinlich anderes sehr Schlimmes, wo wir uns dann nicht wehren können. Tut mir leid, wenn ich das so offen sage, aber das muss man sich dann im Gesamtpaket auch überlegen. Zum Thema, ich weiß nicht, ob es bekannt ist, Datenschutzgrundverordnung auf EU-Ebene. Österreich hat nicht zugestimmt, uns war das zu wenig scharf, wir haben uns enthalten. Nützt uns natürlich nichts, Mehrheiten sind zu akzeptieren in einer Demokratie und in der EU und deshalb sehr wohl und zum Thema nichts getan. Was ich erzählen kann, wie ihr eh merkt, sind in den Datenschutzverhandlungen nicht dabei. Ich habe in der Zeit die Digital Roadmap verhandelt, die Gesamtdigitalstrategie, die natürlich nicht so genau ist. Und da haben wir auch Formulierungen zum Datenschutz gehabt und wollten zumindest drin haben, Umsetzung in österreichische Gesetzgebung auf möglichst hohem Niveau oder eigentlich auf Niveau, das nicht runtergeht. Na, da haben wir Feuer am Dach gehabt mit der ÖVP allein wegen diesem einen Satz. Also da haben wir hin und her gezankt. Das heißt, es ist nicht nichts passiert, wir haben verhandelt. Das ist zumindest das, was ich davon mitbekommen habe. Ich würde gerne was sagen zu der Frage, warum da so lange gezögert wird. Also ich habe das Missvergnügen, schon seit 25 Jahren in etwa mit Politikern zu sprechen über Digitalisierung und IT-Themen und Breitband-Internet und solche Dinge. Und ich muss gestehen, ich kann mich nur an einen einzigen erinnern, der sachgerecht, vernünftig antworten konnte, das war der Viktor Klima. Alle anderen, am schlimmsten war der Biobauer. Ja, dieser Kärntner Biobauer von der Reichhold war der Name, glaube ich. Also das war ist wirklich... Ich Biobauer, das ist nur Bauer. Da müssen die Grünen sich wehren, ja. So genau habe ich das nicht hinterfragt, muss ich gestehen. Es ist wirklich ein Drama, dass da die Kompetenz einfach im Parlament meiner Meinung nach und in der Politik weitgehend fehlt. Da sitzen Juristen herum, die leider von der Technik keine Ahnung haben und sich auch nicht einarbeiten können, meiner Meinung nach. Man sieht es auch im Justizministerium, man sieht es auch in der Polizei, wo Juristen vollkommen vertrottelte Gesetze beschließen und mit Kriminellen zusammenarbeiten wollen. Also da fehlt mir wirklich jeglicher Zugang dazu. Da darf ich jetzt was über die Liste Pilz noch sagen. Wir haben einige wirklich hervorragende Leute, zum Beispiel den Walter Balmenshofer, der sitzt da hinten, handheben. Danke. Oder den Hannes Werbner, den Dekan von der... Das war ein Professor auf der Uni. Auf der, wie heißt das, na, Fakultät für Informatik an der Technischen Universität Wien und eine ganze Reihe anderer Leute. Wir haben gestern
unser Digitalisierungsprogramm auch vorgestellt. Und ich hoffe, dass wir die Chance haben, einige dieser Experten ins Parlament reinzubringen. Und ich glaube, dann wird auch einiges weitergehen. Danke. Nein? Ja, als nicht im Parlament vertretene Kraft kann ich dazu jetzt natürlich nur wenig sagen, warum das schleppend oder nicht gut passiert ist. Lade aber alle herzlich dazu ein, uns dabei zu helfen, es in Zukunft besser zu machen und den politischen Prozess dahingehend zu führen, dass Gesetze im Interesse der Bürgerinnen beschlossen werden. Dankeschön. Gut, kommen wir zum dritten Thema. Der dritte Themenblock ist die EU-Copyright-Reform. Ich habe hier drei Fragen vorbereitet. Die erste ist das Thema der sogenannten Upload-Filter. Der Entwurf der EU-Kommission zur Copyright-Reform beinhaltet den Vorschlag, dass Online-Plattformen Filter installieren müssen, die Material, das gegen Copyright verstoßen könnte, abfangen sollen. Wie steht es hier dazu? Nicht direkt im Zusammenhang damit, aber ähnliche Ausrichtung. Wie beurteilt ihr den Vorstoß der ÖVP, in dem Fall im Rahmen dieses Sicherheitspakets auch Netzsperren zu legalisieren? Und die dritte Frage, Leistungsschutzrecht ist momentan in Österreich kein Thema. In anderen Ländern haben sie es probiert und sind damit auch grandios gescheitert. Ist Leistungsschutzrecht für die Presse eurer Meinung nach ein Thema? Soll das in Österreich kommen oder könnte es Vorstöße in diese Richtung geben? Das jetzt noch einmal für die letzte große Runde. Wir fangen jetzt bei der KPÖ Plus an, gehen dann zu den Grünen und setzen dann da fort. Ja, also ich denke, dass diese Upload-Filter ein Wahnsinn sind, was Privatsphäre und Menschenrechte und Freiheit und überhaupt betrifft. Das ist eine Zensurinfrastruktur, die hier aufgebaut wird, im Interesse der Content-Industrie. Ich glaube, dass es eine völlig neue Möglichkeit geben muss, wie Kulturschaffende und Konsumenten von Kultur zusammenkommen und wie hier Kultur verwertet wird. Wir brauchen Möglichkeiten, wie wir das schaffen, ohne dass es hier Lobbys gibt, die dann eine Zensurinfrastruktur aufbauen wollen, um irgendwelche Rechte durchzubringen. Wenn ich ein YouTube-Video hochstelle, das 10 Millionen Views hat, dann habe ich den Bildungsauftrag wahrscheinlich auch erfüllt, ganz ohne ORF und GIS. Und warum kann man hier nicht eine Möglichkeit schaffen, dass ich als Kulturschaffender dann zum Beispiel ebenfalls zu einer Vergütung komme und mir hier etwas aufbauen kann, ohne zum Beispiel jetzt Benutzerdaten an die Werbung verkaufen zu müssen. Das Recht auf Remixfreiheit, Panoramafreiheit, Parodien und so weiter ist für uns unantastbar. Das muss auf jeden Fall gewährleistet bleiben, dass hier die Freiheiten der Einzelnen nicht eingeschränkt werden. Netzsperren lehnen wir grundsätzlich ab. Hier wird auf jeden Fall, egal in welcher technischen Umsetzung das passiert, eine Zensurinfrastruktur aufgebaut. Da setzen wir uns ganz klar dafür ein, wenn es rechtswidrige Inhalte gibt, soll man die löschen und nicht hier eine Sperrinfrastruktur bauen. Das Leistungsschutzrecht schlägt genau in die gleiche Kerbe einer Content-Industrie, die sich finanzieren muss. Und hier verweise ich auf das Erste, was ich schon gesagt habe. Wir brauchen neue Modelle, wie Kulturschaffende belohnt und entwertet werden, ohne diese Leistungs- und Content-Industrie. Danke. Die Grünen als Nächstes. Naja, es wird euch wenig überraschen, dass wir von Upload-Filtern nichts halten. Erstens stellt sich einmal die Frage, wie effizient solche Systeme überhaupt sind. Das heißt, ob die technisch überhaupt so funktionieren. Aber das ist eigentlich nur eine Frage, die ich an die Techniker hier stelle. Ich bin ja Jurist. Aber mein Wissensstand wäre, dass du bist der Techniker. Wenn du bei der richtigen Liste wärst, könnten wir uns ergänzen. Aber dazu komme ich noch. Aber meines Wissens nach sind sie nicht effizient. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es wird natürlich ein Druck aufgebaut auf die sozialen Medien. Das ist der erste Schritt. Der zweite folgt sogleich. Davon kann man sicher sein. Ja, es ist ein Generalangriff auf nutzergenerierte Inhalte. Zweiter Punkt, Netzsperren. Nein, das ist der Beginn der Zensur. Löschen statt sperren, Leistungsschutzrecht, nein. Aber ich habe gesagt, ich komme zu dir, Kollege von der Liste Pilz, weil mich hat was überrascht, ihr habt beim Urheberrecht wirklich sehr strenge Positionen, die ich nicht verstehen kann. Ich habe mit großer Überraschung gelesen, dass ihr selbst Downloads unter Strafe stellen wollt. Das ist mir
völlig unklar, dass diese Diskussion, dass diese, ist zumindest eine gute Antwort, das muss ich sagen. Ich habe selber geschrieben, deshalb war ich überrascht. Das, okay, das wirst du nachher aufklären. Ja. Das ist mir völlig unverständlich, weil wenn man sagt, Gerichte sollen von Fall zu Fall entscheiden, ob Downloads strafbar sind oder was immer, zivilrechtlich oder strafrechtlich zu ahnden sind, das ist das Ende des Internets, das ist das Ende aller Sozialplattformen. Das heißt am Ende, dass jeder Elternteil oder jeder User sich ständig Sorgen machen muss, weil woher soll ich wissen, ob Urheberrechtsverletzungen bei einem Download passieren oder nicht. Bei einem Upload ist meine Position relativ klar, die nicht kommerzielle Nutzung darf auch nie unter Strafe stehen. Bei der kommerziellen Nutzung sollen die Leute selbst ihre Rechte durchsetzen. Ich sehe nicht ein, dass die Justiz das Geschäft jener machen soll, die ihre Rechte sonst zivilrechtlich durchsetzen müssen. Ich erinnere an die berühmte Videokamera, die ich wegkriegen will, da hilft mir auch keiner, auch wenn es sinnvoll wäre. Und beim Urheberrecht sollte es ähnlich sein. Und da merkt man schon, dass es eine starke Lobby gibt, weil da sieht man, wem man unter die Arme greift und wem man im Stich lässt. Also ich würde ihm Aufklärung bieten, weil das jetzt Downloads, also strafrechtlich oder zivilrechtlich, das ist offen, bekämpft werden soll und von Fall zu Fall entschieden werden soll, ob das erlaubt ist oder nicht, hielte ich, gelinde gesagt, ja, Wahnsinn ist jetzt zu arg, weil Wahnsinn ist zu böse, ich will ja nicht böse sein, für völlig unverständlich. Das ist ja die schärfste Position, die es in Österreich gibt. Gut, kommt eh gleich die Liste Bild dran, praktisch. Also Downloads sind weder strafbar noch nicht strafbar. Downloads ist ein technischer Vorgang, um den geht es überhaupt nicht. Also völlig, ich schreibe das nicht, sondern hat der Standard was gemacht aus dem, was wir dem Standard geschickt haben. Die Frage war, die Frage war vielmehr, sind nicht kommerziell genutzte Inhalte verboten oder nicht? Und unsere Position ist grundsätzlich die, das, was im Real Life erlaubt ist, soll auch im Internet erlaubt sein. Was im Real Life verboten ist, muss auch im Internet verboten sein. Und was im Real Life strafbar ist, muss auch im Internet strafbar sein. Zum Beispiel Kinderpornografie muss im Internet strafbar sein. Ja, eben. Genau, ist im Real Life strafbar, muss im Internet auch strafbar sein. Keine Frage. Ne? Was ist denn genau das Missverständnis oder was hat denn genau der Standard daraus gemacht? Ich habe es noch nicht verstanden. Deswegen... Na, wenn eine Nutzung von irgendeinem Kunstwerk den Gesetzen widerspricht, dann ist es wurscht, ob man das im Internet macht oder im Real Life. Das steht drinnen. Das ist, ja, das soll verfolgt werden. Ich lese gern vor, damit wir wissen, über was wir reden. Ja, würde ich nicht, jetzt kenne ich mich nicht aus. Ob Downloads und Streams aus einer illegalen Quelle erfolgen, soll laut Liste Pilz von Fall zu Fall von ordentlichen Gerichten entschieden werden. Du liest nur, was der Standard schreibt. Ja, eh. Deswegen auch die nicht kommerzielle Nutzung, das ist auch spannend, von urheberrechtlich geschütztem Material soll laut Liste Pilz bestraft werden. Internet und soziale Medien sind kein rechtsfreier Raum. Und dann geht es weiter, das ist dann das, was du gesagt hast, was in der physischen Welt nicht rechtens ist, muss in der virtuellen, digitalen Welt gleich behandelt werden. Ja, und das ist natürlich im Widerspruch zu dem, was der Standard da schreibt. Ich habe das jetzt nicht im Kopf, dass wir gesagt haben, nicht kommerzielle Nutzung soll strafbar sein. Schwachsinn, ne? Haben wir nie gesagt und sagen wir auch, haben wir dem Standard nicht geschickt, sondern es war grundsätzlich, Real Life soll gleich behandelt werden wie Internet. Darf ich ganz kurz nur fragen, ihr habt ja jetzt ein Digitalpapier, also eine, ja. ein Themenpapier dazu, genau. Das kann man schon downloaden auf der Homepage, Arbeitsprogramm. Walter, weißt du, ob das schon online kann ist? Ich weiß es ehrlich aber gesagt, bald. Wir haben es gestern vorgestellt, also, okay. Es sollte online gehen als Arbeitsprogramm. Du sagst, dass der Standard hat Unrecht, das heißt, das kann man auch nicht anschauen. Haben wir dem Standard so nicht geschickt, schlicht und einfach. Okay. Ich kann vorlesen, was nein, bitte nicht, steht. Nein, wir haben eh schon lange überzogen. Kann sich dann jeder selber auch zu den Netzsperren ist es so, ne? Wenn man Inhalte nicht löschen kann, weil sie, ich weiß nicht, wandern, das Problem ist überhaupt, dass man weder Löschung noch Netzsperre sicher durchsetzen kann im Internet. Technisch schwierig. Mhm. Das digitale Kalifat zum Beispiel, also ISIS-Hassbotschaften, Videos, wo die Enthauptung von irgendjemand gezeigt wird. Ist da irgendwer dafür, dass man das im Netz lässt?
Wenn man das nicht wegkriegt, was in Saudi-Arabien ist, sagt man dann löschen oder sagt man sperren? Also ich sage sperren in so einem Fall. Also da bin ich ganz klar dafür, das hat mit Zensur nichts zu tun. Wir wollen ja einen Unterschied zwischen euch. Darfst du ein Plakat aufhängen, wo du sowas siehst? Darfst du das im Kino zeigen? Ja, und das ist ein anderes Problem. Medien berichten auch solche Dinge, ja. Und das ist genau das Problem. Medien berichten offensichtlich weder Nazi-Propaganda noch IS-Propaganda. Medien berichten keine Kinderpornografie. Entschuldigung. Danke. Um das geht's mal und um nichts anderes. Ne? Nein, also ich finde, unsere Diskussion und Differenzen sind okay, Demokratie. Danke. Nur um das auch auszusprechen, also das ist ja nichts Schlimmes, wenn es eine Differenz gibt. Aber ich finde gerade das Beispiel mit Saudi-Arabien und irgendwelchen Propaganda-Videos schwierig, weil das zeigt, wo beginnt Zensur und was ist noch Berichterstattung. Und da gibt es keine scharfe Linie. Und genau das ist halt die Kritik an Netzsperren, weil diese scharfe Linie nicht gezogen werden kann. Das ist keine Berichterstattung, Kinderpornografie. Kinderpornografie ist das Berichterstattung? Nein, das ist ja eh verboten, das weißt du auch. Ja, aber wenn du es nicht löschen kannst, was machst du dann? Bevor das in ein Zwiegespräch ausartet, ich glaube, die Positionen sind klar. Ich sage nur, nicht dazu, dass es verschwindet, du weißt, gut als Techniker, wie leicht Netzsperren zu umgehen sind. Natürlich, aber löschen verschwindet es auch nicht. Ne? Und was macht man dann? Als nächstes die SPÖ. Ja. Zum Thema Netzsperren, klare Position, wir sind gegen Netzsperren. Zum Thema Upload-Filter ein bisschen differenzierter. Die Intention des Entwurfs auf europäischer Ebene wird von uns prinzipiell begrüßt. Die Intention, um einfach die Rechteinhaber gegenüber den großen Online-Plattformen zu stärken, die mit fremdem Content, für den sie nicht verantwortlich sind, Werbegeschäft machen. Zugleich aber, und geistiges Eigentum muss in irgendeiner Form geschützt werden können. Der konkrete Entwurf sind wir uns aber eher nicht sicher, ob der so sinnvoll ist, weil er eher einen unklaren Anwendungsbereich hat und allgemeine Formulierungen, die eher mehr Unsicherheit erzeugen. Also Intention ja, aber bei dieser Form sind wir skeptisch. Zum Thema Leistungsschutzrecht, dagegen, das funktioniert nicht. Es geht eher darum, wie kann man journalistischen Content fördern? Wie kann man Medien helfen, dass wirklich qualitative, ethische, journalistische Arbeit gemacht wird? Und da geht es eher um die Reform der Medien- und der Presseförderung, dass man das nicht mehr nach einem alten Schema macht und Verkaufszahlen, sondern in die Richtung geht, was meines Wissens auch geplant ist, dass Presseförderung so ausschaut, dass es nach einem journalistischen Content geht und meines Wissens, glaube ich, Anzahl der Journalisten, die nach Journalistenstatut beschäftigt sind und auch im digitalen Bereich Journalisten gefördert werden können. Das heißt, das muss man, finde ich, über diese Schiene kriegen, um das zu fördern. Und ja, Leistungsschutzrecht, wenn da Google Medien zitiert, das funktioniert einfach nicht, dass man das verbietet und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Entschuldigung, ich hatte keine Gelegenheit, überhaupt zu antworten, sondern ich habe mich nur mit ihm beschäftigt. Es kommt noch eine Schlussrunde, wo du das Thema noch einmal bringen kannst. Leistungsschutzrecht Ja, dann hast du noch eine halbe Minute, bitte. Also Upload-Filter lehnen wir natürlich grundsätzlich ab, weil das ist die Packet Inspection, was da notwendig wäre. Und vor allem wäre das wahnsinnig schlecht für die gesamte Open-Software-Community, weil Serverfarmen wie GitHub und Ähnliches praktisch nicht mehr betreibbar werden. Ne? Das ist unserer Meinung auch direkt gegen die Open-Source-Community gerichtet. Leistungsschutzrecht, also ich als Journalist halte davon überhaupt nichts. Mhm. Und ich glaube auch, dass für Medien vollkommen sinnlos ist. Mhm. Die meisten Deutschen haben eh schon zurückgezogen. Mhm. War ganz gut. Ja, super. Perfekt. Ganz kurze Ergänzung zu Upload-Filtern. Meines Wissens gibt es ja auch Upload-Filter zum Beispiel auf YouTube für Kinderpornografie und andere Dinge. Da gibt es die ja schon und sind auch sinnvoll aus meiner Sicht. Aber es ist jetzt kein Gesetz, das machen die einfach. Okay. Neos. Ich kann mich vielem anschließen, obwohl gewerbsmäßige Urheberrechtsverletzungen natürlich problematisch sind, muss trotzdem immer Löschen vor Sperren gelten. Und was natürlich, das Beispiel fand ich ganz interessant mit IS-Propaganda, das Problem ist ja auch, wenn wir jetzt da Netzsperren einführen, die gibt es ja trotzdem. Also sie sind ja dadurch nicht weg. Die IS-Propaganda existiert weiterhin und wir können uns das nicht wegwünschen. Und deshalb ist es vielleicht auch, gerade wenn etwas eine Realität auf der Welt ist, vielleicht gar nicht so blöd, wenn die Menschen merken, hoi, das gibt's.
Was Netzsperren sonst betrifft, ist schon auch, und das ist auch gesagt worden, gilt hier schon, andererseits in vielen anderen Bereichen sehr wohl ein Slippery Slope Argument. Sobald man einmal eine Zensurinfrastruktur aufgebaut hat, ist es nicht mehr klar, wie das danach dann weiterverwendet wird. Deshalb sollte man gar nicht erst damit anfangen. Was das Thema Leistungsschutzrecht betrifft, natürlich nein, weil gerade in Deutschland hat sich ja auch gezeigt, dass gerade große Verlage eigentlich, die können sich das leisten, quasi darauf zu verzichten, kleinere hingegen wiederum nicht. Das würde dann auch unfair, gerade Leistungsschutzrecht ist gerade etwas, was vor allem kleineren Online-Zeitungen und so weiter einen Nachteil bringt in der ganzen Sache. Und ich glaube, es haben sich auch alle mit Händen und Füßen eigentlich dagegen gewehrt, dass etwas quasi vermeintlich für sie geschaffen wurde. Aber man sollte schon darüber reden, nicht nur, was man nicht will, sondern was könnten wir denn tun, weil man merkte, es gibt ja trotzdem die Notwendigkeit, auch gut Journalismus auch online zu finanzieren. Da stehen wir klar für eine andere Medienförderung. Und da sind wir wieder beim Thema Digitalisierung, wo wir in Österreich, glaube ich, immer noch eine falsche Sicht der Dinge haben, weil wir versuchen, die Regeln der alten Welt auf die neue Welt zu stülpen. Und da würden wir meinen, wenn es eine neue Medienförderung gibt, dann muss die Plattform unabhängig sein. Und da muss das wurscht sein, ob das jetzt Print ist oder ob das online ist. Sogar sollte man auch Medieninnovation, also was online auch Neues gemacht werden können, sogar für uns auch ein Förderkriterium sein. Um aber nochmal den Bogen zurück zum Urheberrecht zu spannen. Ich glaube, dass heutzutage könnte es auch in Zukunft super Möglichkeiten geben, neue Vergütungsmodelle zu schaffen. Wir haben uns in letzter Zeit im Parlamentsclub damit beschäftigt, wie könnte auch Blockchain verwendet werden, um gerade für unabhängige Kulturschaffende auch neue Vergütungsmodelle zu schaffen. Und ich glaube, da kann sich in nächster Zeit was bewegen, weil da kann man auch gut das Piraterieproblem auch durch ein sicheres System umgehen. Ich glaube, da wird sich wahnsinnig viel tun in dem Bereich in nächster Zeit und wäre wieder so ein Thema, wo die Politik in Österreich natürlich auch hinten nachhängt. Und deshalb freue ich mich auf die nächste Periode, falls wir das einmal angehen können. Dankeschön. Gibt es zu dem Komplex Urheberrecht? Der Herr Leira hat eine Frage. Zwei Fragen, eine kurze und eine lange. Kein Kurzreferat. Nein. Kurze Frage an das gesamte Plenum, kurzes Handzeichen. Wer von euch hat ein Smartphone mit Internetzugang einstecken? Oder mit oder besitzt sowas? Alle? Gut, können wir dann das Thema Real Life versus Internet irgendwann dann einmal streichen, weil das ist einfach erledigt. Dankeschön. Die andere Geschichte wäre zum Thema, ich möchte zum Thema Netzsperren noch einmal zurückkommen. Da war jetzt eigentlich durch die Bank alle nein. Ich möchte das ein bisschen aufbrechen. Das Thema Hasspostings, das kommt wahrscheinlich, haben wir das, kommt noch, oder? Mach's jetzt, weil ich glaube, wir werden es nicht mehr unterbringen. Da ist ja dann auch wieder die Diskussion, da gibt es einerseits eben die Inhalte, die sowieso jetzt schon, wo der Jurist dann gleich nicken wird, so alles, was jetzt schon gesetzlich nicht erlaubt ist, ist auch auf Facebook oder sonst wo nicht, nicht. Und dann gibt es eben so diese Grauzone mit Fake News, Hasspostings, wie auch immer, wo es keinen klaren gesetzlichen gibt. So, wenn ich jetzt eine Infrastruktur einführe, die sagt, das ist jetzt ein Hassposting oder das ist jetzt ein Fake News und ich übergebe das dann auch noch dazu einem privaten Unternehmen, das das kontrollieren soll, ist das nicht auch wieder eine Zensurinfrastruktur ähnlich zu den Netzsperren, die jetzt hier alle eigentlich durch die Bank abgelehnt haben? Ja. Einmal quer durch, wie auch immer, Reihenfolge, bestimmte Lena. Nein, ihr dürft quer durch, wie es wollt. Ich anfange, weil es ist unser Thema. Thema Hass im Netz, was muss gelöscht werden und was nicht. Ich meine, die Rechtslage ist relativ klar, was ungesetzlich ist, muss gelöscht werden. Der Rest ist, es gibt ja diese Institution nicht, die sagt, das ist jetzt ein Hasspostig oder das ist Fake News. Das darf es ja auch nicht geben, dann haben wir ein Wahrheitsministerium. Was wahr ist und was falsch, da brauchen wir wieder die Wissenschaft mit Methoden, wie ich mich näher an die Wahrheit hinbegeben kann, aber das darf auch nie eine Behörde sagen und dort wollen wir auch absolut nicht hin. Ich meine, es gibt Methoden, teilweise probiert das Facebook schon aus mit dieser Inhalt, ist wahrscheinlich umstritten, ist ein interessanter Ansatz, hat aber wenig Effekte, die werden fast noch mehr geteilt. Gegen Fake News kann man, finde ich, aber es ist trotzdem Aufgabe der Politik, das dagegen etwas zu tun. Und das kann nur Medienkompetenz sein, Bewusstsein für Quellenkritik, recherchiert woanders. Vielleicht auch Plattformen, Filterbubbles zu verpflichten, auch Inhalte außerhalb des Filters anzuzeigen.
das muss auch verhandelt werden. Also da kann man eher nur im Softbereich etwas tun. Es darf nie ein Wahrheitsministerium geben, dass der Staat sagt, was falsch und was richtig ist. Medienkompetenz, Quellenkritik. Darf ich dich so zitieren, weil ich liebe diesen Satz? Ja, aber meines Wissens wird das auch von Dutzda, Trotzda klar gesagt. Also nenn mir ein Zitat, wo die SPÖ was anderes sagt. Bewusstseinsbildung. Und es wird leider immer Hassposting, Cybermobbing und Fake News in einem Zug genannt. Das ist total anders zu behandeln. Und was wir, worauf ich sehr stolz bin, dass wir das hingekriegt haben noch in der Legislaturperiode, die Melde- und Beratungsstelle für Hass im Netz hat eröffnet am 15.09. Und da geht es um Beratung zu sagen, ist das strafrechtlich, kann ich mich dagegen wehren? Dann ja. Aber sonst wie kann ich mich sonst dagegen wehren, dass es mich nicht so fertig macht? Zivilcourage, Gegenrede, also das sind viel mehr Hilfe, als dass da irgendwas gemeldet wird. Und die Meldestelle ist auch ein Trusted Flagger bei Facebook. Das heißt, wenn die melden, das muss gelöscht werden, kümmern die sich sehr schnell darum, weil Facebook auch das Problem hat, dass sie zig Meldungen haben, wie ja, das Justin Bieber-Video muss runter, weil das so arg ist. Also die wissen, wenn das von dort kommt, geht es schneller. Dankeschön. Wer möchte als Nächster? Also grundsätzlich finde ich auch, dass Medienkompetenz gegen Fake News am besten hilft. Also was anderes gibt es, glaube ich, nicht. Jeder muss für sich selber entscheiden, ist das jetzt für mich fake oder nicht. Ne? Man sollte da wesentlich früher ansetzen. Und das Problem liegt halt auch bei uns darin, dass manche Parteien 19 Milliarden Euro einsparen wollen. Und dann bei der HTL Krems dann erzählen, ja, wir sind auch dafür, dass man schon ab der Vorschule mehr Erziehung macht, dass man auch schon in der Volksschule die Erziehung macht, dass man da schon Computing-Kompetenz lehrt, etc. Das geht nicht. Ne? Also da muss einfach mehr Geld in die Hand genommen werden, da müssen die Lehrer mehr ausgebildet werden. Und es ist auch gut, wenn man zu den Universitäten geht, insbesondere zu den Informatikfakultäten und vielleicht auch zu den Publizistikfakultäten, die dann in die Schulen gehen und dort dann die Lehrer unterstützen, die oft keine Ahnung haben, weil sie, was der Kuckuck waren oder vielleicht nicht einmal ein Smartphone haben, so wie wir alle hier. Ne? Ja, ich glaube, das wäre mir der wichtige Punkt dazu, zu den Hassgeschichten. Das Problem im Internet ist die wesentlich raschere Verbreitung. Wenn ich also auf eine Brücke schreibe, wo du durchfährst, irgendwas Böses, das sehen ein paar Leute, das verbreitet sich kaum, das wird vielleicht fotografiert und verbreitet sich dadurch, aber das ist dann wieder Internet. Da wäre es unserer Ansicht nach nötig, und ich glaube, das steht sowohl in unserem Justizarbeitsprogramm als auch bei uns in der digitalen Gruppe, wäre es nötig, ähnlich wie der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eine Stelle auch in der Staatsanwalt einzurichten, die in der Lage ist, da rascher zu handeln, jetzt sozusagen noch als zusätzlichen Schritt, wenn es wirklich um strafbare Dinge geht. Wir haben auch gefordert, 5 extra Staatsanwälte, die für Hass im Netz ausgebildet sind, weil auch viel die Rechtslage passt eh, zu wenig umgesetzt werden kann, haben wir jetzt durch die Wahlen nicht mehr durchgesetzt. Aber wäre sinnvoll und notwendig. Okay. Also das Thema ist Fake News et al. Ja, also ich sehe das ähnlich. Ich glaube, da ist wieder halt der Wunsch danach, das kann man doch irgendwie staatlich lösen, dass ich nichts mehr sehe, was ich nicht sehen möchte, und es gibt dann diese Fake News nicht mehr. Es ist halt leider nicht so einfach, und das ist vielleicht generell etwas, womit man auch lernen muss, zurechtzukommen im Zuge der Digitalisierung, dass wir diese Dinge nicht alle lösen können. Weil ich finde das jetzt aber auch nicht so tragisch. Ich glaube, man muss lernen, damit umzugehen. Und ich meine, sorry, aber ich glaube, wir haben sehr viel Glaubwürdigkeit in dem Bereich Bildung, und der Grund, warum wir vielerorts einsparen wollen, ist eben, weil es dort dringend gebraucht wird. Und da tue ich gerne ganz viele Dinge im österreichischen Föderalismus in der Verwaltung gegen mehr digitale Kompetenz an den Schulen austauschen, weil das ist wirklich dringend notwendig. Da geht es ja auch darum zu wissen, was sind meine Rechte und was sind meine Pflichten, also so eine Art digitale Emanzipation von mir aus, die man auch jedem Bürger und jeder Bürgerin mitgeben sollte, schon von der Schule an. Da muss man konsequent das Recht, das schon da ist, auch umsetzen, und es gibt halt die Dinge, die strafbar sind, da haben wir, glaube ich, unser Strafgesetz, wobei ich bin jetzt auch keine Juristin, aber ist meines Wissens nach ausreichend in vielen Punkten, aber es kommt halt nicht so schnell zur Löschung, wie es meistens notwendig sein sollte.
Und da sehe ich schon auch, dass die Behörden entweder nicht ausreichend oder halt nicht richtig ausgestattet sind, weil dann halt auch oft vielleicht das Know-how fehlt. Und dann kann man natürlich die Leute, die dann dafür zuständig sein sollten, das zu exekutieren, auch nicht alleine mitlassen. Und das wäre jetzt mein Zugang. Aber ich glaube, du wolltest damit hinausgehen, man kann das ja privaten Unternehmen dann auch nicht vorschreiben, was sie dann zu tun haben, weil es nicht so klar ist, zu definieren, was dann, was ist fake und was nicht. Ja, das ist eh schwierig, aber vielleicht ist das auch ein bisschen eine Ambivalenz, mit der wir auch lernen müssen, umzugehen, dass man das nicht alles lösen kann, lückenlos. Danke. Grünen? Nein, die Rechtslage ist überhaupt nicht in Ordnung. Was Hasspostings betrifft, bei Fake News sehe ich es auch so wie die Vorrednerinnen. Fake News, kein Gericht kann entscheiden, was wahr oder falsch ist. Aber bei Hasspostings ist aus zwei Gründen nicht in Ordnung. Erstens gibt es Graubereiche, du hast sie richtig gesagt, und Hassposter wissen mitunter genau, wie sie formulieren müssen. Ich wünsche dir das, du gehörst einmal, ich sage jetzt nicht weiter, den Rest könnt ihr euch denken, ihr seid halt im Netz unterwegs und wisst, was da kommt. Das fällt, und zwar mit den schlimmsten Herabwürdigungen, mitunter nicht unter dem Strafrecht. Und das zweite Problem, das wir haben, bei diesen schweren Ehrenbeleidigungen, die muss ich im Rahmen eines Privatanklagedelikts durchsetzen. Das heißt, ich gehe nicht zu einer Behörde und zeige an und die Staatsanwaltschaft ermittelt, sondern ich muss eine Klage einbringen und sie mit einem Anwalt selbst vertreten. Und ja, wenn ich gewinne, habe ich gewonnen, aber wenn ich verliere, habe ich die Kosten. Nicht nur den Zeitaufwand, sondern auch die vollen Kosten und das können 10.000 Euro am Ende sein. Und das ist kein Rechtsschutz. Also insofern ist die Rechtslage überhaupt nicht in Ordnung und ich finde es schade, dass wir da nicht weiterkommen. Ja, den Punkt von der Medienkompetenz möchte ich mal aufgreifen. Es gibt nämlich Studien, wonach Leute Inhalte beurteilen, die sie im Internet lesen. Und da ist rausgekommen, dass es aufgrund der Größe und Qualität vom Bild, das über dem Text steht, beurteilt wird, ob der Text wahrscheinlich wahr ist oder nicht. Also ich glaube, da ist viel Budget notwendig, um hier Bildungsmaßnahmen zu machen. Der zweite Punkt, man muss ganz klar unterscheiden zwischen, was ist rechtswidrig und was sind Community oder AGBs oder sonst irgendwas. Also wenn es auf der Plattform rechtswidrigen Content gibt, dann muss der runter, das ist ganz klar. Da sind wir ganz klar für Löschen. Da muss allerdings auch transparent sein, warum etwas gelöscht wurde. Bei Community-Richtlinien würden wir uns mehr Transparenz wünschen. Da liegt es aber natürlich im Ermessen der Unternehmen, wie sie da schalten und walten. Also wenn man sich Twitter zum Beispiel anschaut, was mit Trump da gerade passiert, da weiß keiner mehr, warum sie es lassen und wo sie es löschen und was wo passiert. Da würden wir uns grundsätzlich auch mehr Transparenz wünschen. Da kann man allerdings nur begrenzt einschreiten, weil das natürlich dann im Ermessen der Plattformen ist. Dankeschön. Darf ich ganz, folgendes, ich sage jetzt mal was für die Kamera, wir werden uns jetzt schön langsam von unserem streamenden Zusehern, gestreamt werdenden Zusehern verabschieden müssen, weil wir den Stream nur bis um 21 Uhr haben, deswegen nur, falls dann mittendrin aus ist, sage ich das jetzt mal. Ich würde gerne an das Podium eine Schlussfrage stellen, ja, wo ich bereit bin, mit euch zu verhandeln. Nein, ihr dürft jetzt natürlich schon noch Fragen stellen und ich würde dann euch bitten, noch auf meine Schlussfrage zu warten und das sozusagen auf ein letztes 3- bis 4-minütiges Statement dann einzudampfen. Ja? Okay, also wer möchte was fragen, bitte? Ja, schönen guten Abend, Werner Heider, mein Name. Ich spreche hier heute als Content Creator und wie viele Techniker sind hier, die sozusagen mit der IT-Technik zu tun haben? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber aus meiner Sichtweise ist es so, dass die Realität, die für mich als Content Creator entsteht, eigentlich hauptsächlich mit den AGBs der jeweiligen Plattformen zu tun haben. Stichwort, ich bin Gott sei Dank Musiker, kann meine eigene Musik für meine YouTube-Videos verwenden, damit ich sozusagen nicht darauf angewiesen bin, dass sie eben von der jeweiligen YouTube-Richtlinie, wenn ich was anderes verwende, vielleicht dann das Video gemutet wird, was in meinem Fall bei politischen Videos entsprechend hinderlich wäre. In diesem Zusammenhang kann es mich nur wundern und ich kann sozusagen von der technischen Seite her nur sagen, dass wir eigentlich da eine Paralleldiskussion haben zwischen der Realität, die hauptsächlich durch die technischen Gegebenheiten sozusagen bei den ganzen Internetaktivitäten und Urheberrechtsgeschichten greift und andererseits einer Politik, die eigentlich sich nur mehr, tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, eigentlich sich nur mehr selbst moderiert. Eine Politik, die selber gar nicht mehr die Möglichkeit hat, auch wenn sie die besten Absichten hat, entsprechend die Dinge auch so umzusetzen. Und ich glaube, in der nächsten Zeit wird das eine ganz wichtige Angelegenheit werden, besonders auch in der Bildungspolitik,
dass sich gerade auch die jungen Leute vielleicht einmal die Frage stellen können, wie kann es sein, dass Politiker heutzutage immer noch die EU und Demokratie in einem Wort zusammenfassen können? Mein Name ist Werner Haider, ich bin auch Kandidat für die Nationalratswahl, in dem Fall für die Liste EU aus. Danke. Wir sind gekapert worden. Wer mag noch? Ja, ich wollte kurz ein Statement abgeben zu den Upload-Filtern, weil immer wieder das Pornografie-Argument, Kinderporno-Argument genannt worden ist. Laut ISPA Stopline werden 93% der Inhalte binnen 72 Stunden gelöscht. Also wenn das nicht schnell genug ist, müsst ihr dort mehr Leute ansetzen. Stopline ist wirklich super. Und B, zu Fake News hätte ich gerne gesagt, ich hätte gerne ein Bekenntnis von den Parteien, dass bevor ihr irgendeine Lösung versucht zu finden für das Internet, versucht eine Lösung zu finden, die im Parlament greift. Dass nicht im Parlament Reden gehalten werden, wo falsche Pseudofakten genannt werden und erst nachdem das Gesetz dann durch Nationalrat und Bundesrat durch ist, dass dann rauskommt, das waren keine Fakten, das waren einfach Behauptungen, die so nicht stimmen. Okay, live Fact-Checking wäre ein Thema, ne? Vielleicht kann das jemand hier im Raum umsetzen. Es war jetzt immer wieder die Rede von, wir müssen an den Schulen mehr Geld hergeben, wir müssen mehr investieren in die Kinder. Das stimmt nicht. Wir müssen nur vielleicht in den Schulen Open Source einsetzen. Wir müssen den Kindern nicht sagen, damit ihr eure Hausaufgaben kriegt, müsst ihr WhatsApp verwenden, sondern wir könnten vielleicht Lösungen für die Schüler verwenden, die nicht über diese Sachen gehen. Wir müssten den Kindern keine iPads in die Hände drücken, weil das ja so cool ist. Überhaupt kein Datenschutzproblem. Und wir sollten vielleicht anfangen, auch den Kindern nicht aufs Auge zu drücken, elektronische Schülerausweise, die über eID gehen, wo sie zentral überwacht werden. Und ich meine, schön, dass die Polizeischüler sich jetzt ihre Zigaretten holen dürfen und das jedes Mal mitgelockt wird. Vielleicht haben Polizisten mit ihrer Privatsphäre keine Probleme. Aber ich glaube, wir sollten das den Kindern nicht von klein auf beibringen. Wir werden es nicht mit Geld lösen, sondern wir müssen es mit einer Einstellung lösen, dass die Kinder Rechte haben auf ihre Privatsphäre und darauf nicht herumtrampeln. Super. Danke. Also da sind jetzt fast alle Themen noch gekommen, die wir eigentlich noch hätten diskutieren wollen, wenn wir noch Zeit gehabt hätten. Also man kann auf das replizieren. Martin, du wolltest nur irgendwas, oder? Ja, ich wollte eigentlich... Kurzes Follow-up. Ganz kurzes Follow-up. Sonja hat eh schon reingeschlagen. Wir machen mit Chaos Macht Schule vom Chaos Computer Club, sind wir auch an Schulen. Und jetzt Medienkompetenz ist jetzt auch wieder in Gesetzen und in Lehrplänen eingesetzt worden. Und zwar immer im EDV-Unterricht oder im Informatikunterricht. So, da muss jetzt mehr Medienkompetenz vermittelt werden. Wenn wir die Medienkompetenz die letzten 40 Jahre schon vermittelt hätten, nämlich im normalen Unterricht, im Deutschunterricht, in Geografie, Geschichte, whatever, dann hätten wir jetzt eine ganz andere Diskussion, dann hätten wir vielleicht jetzt weniger Diskussion über Hasspostings und Fake News. Und jetzt die Medienkompetenz wieder nur auf den EDV-Unterricht zu mappen, der eigentlich eh in eine Microsoft Office Produktschulung meistens endet, aufgrund verschiedenster Karriere. Also da würde ich mir wünschen, falls jemand von euch nächstes Jahr irgendwo was zu sagen hat, vielleicht die Medienkompetenz, die unglaublich wichtig wäre, mehr und breiter zu positionieren als nur im Computerunterricht. Danke, als Moderatorin darf ich sowas ja nicht sagen. Insofern bin ich sehr froh über diese Wortmeldung. Ja, jetzt kommt noch ein kleines Hauberl, also kurz, ja? Kurz. Also ich möchte da nochmal anschließen, das muss unbedingt in den Deutschunterricht, weil dort gehört es rein, auch im Standard, im Printstandard können falsche Nachrichten stehen, in der Krone stehen vielfach falsche Nachrichten. Das ist einfach für den Deutschunterricht, dass man Quellen prüft und wie man mit Zeitungsartikeln umgeht, wie man den richtig liest, wie man den überprüft, das ist wichtig. Da gibt es auch Projekte in England zum Beispiel, wo das Lehrer mit ihren Schülern schon gemacht haben und dann werden dann auf einmal plötzlich in späteren Jahren die Lehrer von den Schülern gefact-checkt. Lustig. Ja, dann wäre ich wahrscheinlich auch in ein paar Jahren gefact-checkt, weil ich habe das nämlich jetzt auf der Kinderuni das erste Mal angeboten und es war eine absolute Hetz, ja, das mit 6- bis 8-Jährigen zu machen. Es war total lustig. Und die sind gescheit. Ja, ja. Da muss man anfangen. Genau. Ja, jetzt
gebe ich noch eine letzte Frage an die Runde mit. Es ist die letzte Runde. Ich gebe euch jetzt 3 bis 4 Minuten. Also ich sage nach 3 Minuten noch 1 Minute. Das heißt, längere Abschlussrunde. Nein, das heißt, das habe ich mich schon vorher vom Stream verabschiedet. Wir werden ein bisschen überziehen. Die letzte Frage ist, wir wollen hier, also wir haben ja 2 Parteien hier nicht vertreten, das heißt, wir haben hier 4 Parteien, die, 5 Parteien, Entschuldigung, die vergleichsweise ähnliche Positionen haben, deswegen war es auch eine sehr angenehme und positive Stimmung. Aber jetzt möchte ich am Schluss gerne auch ein bisschen auf das hinaus arbeiten oder euch arbeiten lassen, was unterscheidet euch denn? Also wenn ihr in diesem letzten Schlussstatement bitte auch noch mitbedenkt, warum sollte man jetzt ausgerechnet euch wählen? Jetzt dürft ihr Wahlwerbung machen und nicht die anderen. Was ist euer USP, sage ich jetzt ganz böse, was unterscheidet euch in welchen Positionen von den anderen? Und wir haben 2, die jetzt noch nicht angefangen haben, also in der Runde angefangen haben. Ich schlage jetzt vor, die SPÖ fängt an, dafür dürfen sie nie aufhören. Danke, ich wollte sowieso mit einem Gegensatz beginnen. Auch zur Frage, was kann die Politik noch nun und tun und dir als Neos widersprechen mit der Aussage, wir müssen uns daran gewöhnen im Internet, dass die Konzerne halt nicht das machen, was die Politik will oder Facebook halt nicht löscht. Vielleicht zitiere ich dich jetzt falsch, aber dieses, es ist nicht so schlimm und wir müssen uns daran gewöhnen, sicher, sicher nicht. Und es macht einen Sinn, Druck zu machen. Gerade das Facebook-Beispiel, Löschverhalten, die haben so wenig gelöscht. Dann haben wir Druck gemacht, dann hat es auf EU-Ebene eine Initiative für eine Richtlinie gegeben, dass das keine Selbstverpflichtung mehr ist. Dann haben sie sich gefürchtet und auf einmal haben sie jetzt ein gutes Löschverhalten. Also man kann schon was tun und es ist unser Job als Politik, sich hier einzusetzen. Und ich glaube, das ist auch der politische Unterschied. Wen muss man schützen? Ich sage es jetzt ganz simpel, die reichen, gescheiten, gut ausgebildeten sind eh nicht so, sind eh nicht wehrlos, die können sich schon helfen, aber das kann nicht jeder und deshalb braucht es einen Staat, deshalb braucht es Regeln. Und da bin ich jetzt bei der Digitalisierung allgemein. Wir als SPÖ halten die Digitalisierung insgesamt für was Positives, in Summe Chancen nützen, aber wir wollen die Schwachen schützen, wir wollen die digitale Kluft schließen, wir wollen gescheite Regeln auch im Internet, nicht alles deregulieren und die Konzerne machen eh, wie sie glauben und es wird schon alles gut. Wir wollen gerade in der Bildung, das ist Wahlwerbung und Überzeugung, eine digitale Bildung mit Medienkompetenzen für alle und natürlich liegt es nicht nur am Endgerät. Aber ein wesentlicher Unterschied ist, dass die SPÖ fordert, dass es Tablets, nicht iPads, Tablets allgemein und Laptops gratis für Schüler gibt. Das kostet was, aber man muss einfach sicherstellen, dass es alle können. Und dass wirklich viel in der Schule gemacht wird, dort, wo es die Eltern nicht können. Wir sind für ein Crowdwork-Gesetz. Es gibt super neue Arbeitsformen. Ja, zu begrüßen, aber nicht ohne Regeln, nicht ohne Arbeitnehmerschutz. Und das ist für mich so im Großen und Ganzen der Unterschied. Digitalisierung nicht als Elitenprojekt, sondern für alle. Und da braucht es einen Staat und da braucht es Regeln, auch wenn sie manchmal kompliziert oder unangenehm sind. Das ist unser Job. Dafür sind wir gewählt, werden das hoffentlich in Zukunft auch, damit wir das weiter tun können. Danke. Okay, danke. Peter von der Liste Pilz. Okay. Noch einmal eine Bemerkung zu den Schulen. Das war von mir natürlich nicht, jetzt bin ich abgedacht, es war von mir natürlich nicht so gemeint, dass das war Computerunterricht. Ich finde, dass der Computerunterricht früher ansetzen muss, aber natürlich. Medienkompetenz ist eine Querschnittsmaterie. Das muss in Geschichte gelehrt werden, dort ganz besonders, weil da kann man Lügen von Wahrheit unterscheiden lernen. Das muss in Deutsch gelernt werden. Ja. Und in allen Fächern gehört das eigentlich. Und ich glaube, dass es da einfach auch in Kooperationen mit NGOs, nicht NGOs, also Zivilgesellschaft, Universitäten und so weiter, dass da sehr viel getan werden kann. Ja, warum Liste Pilz? Ich habe vorher schon einmal extempore kurz dazu Stellung genommen, was wir da gemacht haben. Wir haben relativ viel über Demokratie und Netzpolitik geredet, aber die Digitalisierung hat noch ein paar andere Konsequenzen, nämlich zum Beispiel auf Arbeit und Arbeitsplätze. Es gibt Studien, nachdem durch die Digitalisierung bis 2040 750.000 Arbeitsplätze in Österreich in der Industrie verloren gehen. Also das ist nicht nichts. Ne? Wer am Flughafen Schwechat eincheckt und das selber macht, sieht dort schon, wie Arbeitsplätze verloren gehen. Ich habe gerade einen Artikel geschrieben über dieses Postverteilzentrum in Lang-Enzersdorf, wo ich in der Bürgerinitiative mitarbeite.
und habe dazu ein Video aus China gefunden. Da fahren Robotstapler herum, holen selber alles raus. Ein LKW-Fahrer fährt zum Sortierzentrum hin, das wird robotisch abgeladen, umsortiert und wieder eingeladen und dann fährt wieder einer. Da gehen wahrscheinlich einige hunderte Arbeitsplätze mit dem nächsten Sortierzentrum verloren. Das andere Thema bei der Digitalisierung ist, wie ändert sich das auf die Arbeitswelt? Wir alle sind rund um die Uhr verfügbar. Wenn die Chefin um 24 Uhr SMS schickt, dann oder eine E-Mail, dann schreiben wir natürlich zurück, oder uns anchattet, dann schreiben wir zurück. Natürlich, was hat das für Auswirkungen auf die Arbeit? APUs, wie steht es mit den APUs da? Die hängen da eigentlich völlig in der Luft. Die Wirtschaftskammer kümmert sich so gut wie gar nicht um die. Und von der Arbeiterkammer oder von den Gewerkschaften sind sie natürlich auch nicht vertreten. Also da ist ziemlicher Aufholbedarf, was zu tun. Ein Thema bei unserem Programm ist auch Frauen und Digitalisierung. Aufgestoßen ist das mit dem Googler James Damore, der irgendwie gemeint hat, man soll endlich die Männer wieder fördern bei Google, ne, weil die Frauen überfördert sind. Ich bin da auf eine ganz interessante Geschichte gestoßen von der Maria Zesch, die ist Geschäftsführerin bei der T-Mobile und war vorher in Kroatien. Und die schreibt in einem Buch oder berichtet, dass in Kroatien hat sie gleich viele Mitarbeiterinnen wie Mitarbeiter gehabt in technischen Berufen. Die Hilda Telioglu, die Studiendekanin an der Informatikfakultät der TU, die berichtet, dass in der Türkei gleich viele Frauen wie Männer technische Studien abschließen. Bei uns ist das anders. Ne? Gestern in der HTL, da waren, glaube ich, 3% Mädels, der Rest waren Burschen. Und das ist auch die haben auch eine IT-Abteilung und das ist das auch so. Ne? Also da haben wir uns auch einige Dinge überlegt, wie man dieses Missverhältnis angreifen und ändern kann. Deshalb, ja, es geht. Dankeschön. Die Grünen? Also eigentlich mag ich so Fragen gar nicht, dass man sich definiert, was macht man jetzt besser als die anderen. Ich werde es dann trotzdem beantworten, okay. Aber ich möchte es zuerst positiv versuchen. Mhm. Wir haben jetzt 4 Jahre versucht und davor 5 Jahre ein verlässlicher Partner der Zivilgesellschaft und der Datenschutzorganisationen zu sein, haben auch unseren Platz im Datenschutzrat einem Vertreter der Zivilgesellschaft, dem Andreas Griesch, überlassen. Das würde ich jetzt mal positiv voranstellen, um positiv Werbung zu machen, und wollen auch weiter ein verlässlicher Partner der Zivilgesellschaft bleiben. Zu den Abgrenzungen. Was unterscheidet uns von Eneos? Fällt mir jetzt ein Beispiel ein. Jetzt muss ich wirklich sagen, mit dem Niki Scherak, mit dir auch, aber der Niki Scherak macht das hauptsächlich, arbeiten wir in vielen Punkten zusammen und ziehen auch gemeinsam am Strang und verteidigen auch gemeinsam den Datenschutz und die Grundrechte. Aber wenn man nach einem Unterschied gefragt wird, einen gibt es. Bei den Hasspostings, da vertreten die Neos schlicht die Meinung, da gehört beim Strafrecht nichts nachgebessert. Wir finden, dass Vergewaltigungsfantasien im Netz kein Bagatell sind und auch nicht Meinungsfreiheit sind, sondern da gehört was gemacht. Das wäre ein Unterschied. Zur SPÖ, ja, ihr beschließt das polizeiliche Staatsschutzgesetz, wir fechten es vom Verfassungsgerichtshof an. So ist es. Bei der Liste Bild, glaube ich, ist das Hauptproblem, man weiß noch nicht genau, wo sie steht und sie widerspricht sich auch immer wieder, und das war ja heute schon ein bisschen sichtbar, auch beim Urheberrecht gibt es die Differenz.